Endlich haben die Entwickler einen Trailer zum kommenden Moschino-Accessoire-Pack veröffentlicht, den ich in diesem Video genauer analysieren möchte. Der Trailer beginnt komplett ungewöhnlich mit ein paar echten Szenen, die nichts mit dem eigentlichen Pack zu tun haben. Da man in diesen bis auf das lustige Detail mit der Sims-Gedankenblase keine neuen Infos erhält, überspringe ich diesen Teil direkt und komme zu den eigentlichen Spielszenen. Es gibt einen neuen Badeanzug mit kleinen Bärchen, auch die Frisur der Frau scheint neu zu sein. Wenn wir weitersehen, gibt es hier diese zwei neuen genialen Outfits. Auch die Frisur der linken Sims-Frau ist neu. Ein paar Oberteile aus der aktuellen Sims-Moschino-Kollektion haben es ins Spiel geschafft, ob diese aber wirklich nötig sind? Für nur ein paar wenige Frames kann man dieses extravagante Gesamtoutfit sehen. Achtet in dieser Szene auf die neue Hose und die glatte, kurze, neue Frisur. Scheinbar gibt es jetzt auch ein paar Outfits, die mit dem gleichen Muster ausgestattet sind. Sims im Partnerlook freuen sich bestimmt auch über diese neuen Lederjacken. In einer der nächsten Szenen kann man endlich ein paar der neuen Objekte im Baumodus erkennen. Hier sticht natürlich sofort diese krasse neue Neonlampe und die Accessoires für das Fotostudio ins Auge. Auch die Tapete im Hintergrund ist neu. Absolut grauenvoll finde ich das rechte Outfit, ein paar geschmackliche Ausreißer scheinen also auch hier mit dabei zu sein. Wie in dieser Szene erinnern ein paar Outfits an bereits vorhandene Objekte, cool hingegen finde ich diese orangene Bomberjacke. Einen weiteren Einblick in die neuen Baumodus-Objekte kann man in dieser Szene bekommen. Besonders erwähnenswert finde ich hier den coolen Spiegel sowie das schicke neue Regal. Ob diese Darstellung der Sims auf dem Cover hier nur zu gestalterischen Zwecken eingebaut wurde oder ob diese wirklich im Spiel gemacht werden können, ist derzeit aber noch unklar. Was allerdings feststeht, ist, dass es eine neue Modefotografenkarriere geben wird. Mit dieser können eure Sims Aufträge annehmen und müssen vor der Deadline verschiedene Outfits fotografieren, welche sie dann an den Kunden schicken. Dieser Trailer ist der allererste, der auch mit dem neuen Branddesign ausgestattet ist und damit meiner Meinung nach etwas ernster, aber trotzdem schick rüberkommt. Ab dem 13. August kann man das neue Accessoire-Pack bei Origin für 10 Euro herunterladen. Für Konsole steht dieses erst ab dem 3. September bereit. Was denkt ihr über die neuen Inhalte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.